Ja, hallo, willkommen zurück bei einer neuen Magic-Folge. Wir spielen Syndicar. Sealed immer noch. Wir sind immer noch dabei. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Habt ihr natürlich alles mitbekommen, wenn ihr die Folgen, wenn ihr euch die Folgen anseht. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Die Serie war ja am Anfang gut und dann ist sie genauso ins Gegenteil abgerutscht. Ja. Spielen wir einfach, schauen wir, was wird. Man kann es nicht sagen. Die Gegner waren jetzt auch besser, habe ich das Gefühl. Oder unser Deck hat nicht so geklappt. Unser Nachtschwärmer hätte ich halt gern gehabt. Ein bisschen mehr Lebenspunkte hätten schon geholfen dann gegen Ende. Dann wurde es ein bisschen knapp in den Lebenspunkten. Aber ich denke, wir konnten immer ganz gut mithalten. Ja. Das sieht aber nicht gut aus. Da müssen wir mal machen. Wir haben keine Kreatur. Nee. Und vier Länder. Das ist unser erster Mulligan. Hier in Sealed. Und dann hoffen wir mal. Hallo. Ja, hallo. Mhm. Okay, das passt. Und dann wirf ich den hier weg. Wobei das auch noch ein Land ist. Ja, sechs behalten. Den wirfen wir weg. Und so. Hoffen wir auch mal ein Hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. So, wir haben unseren Höllenhund. Der ist ja wohl viel besser als deiner, ne? 2-2. Werden natürlich nicht blocken, wenn du uns angreifst. Ist ja klar. Können wir auch gar nicht. Ernsthaft? Nein. Für einen kleinen Höllenhund hast du jetzt deinen Biss verschwendet. Na gut. Wenn es so ist, dann wird es so sein. Dann kommt jetzt unseren fliegenden Fledermaus, wollte ich schon sagen. Ist ja eine Fledermaus. Grausige Düsternisjäger. Grausiger Düsternisjäger. Wir blocken dich bestimmt nicht mit unseren grausigen Düsternisjäger. Sind ja beides kommen, ne? Aber ich finde, die Karte hat schon wesentlich besser. Nein, der Biss. Der Biss ist zurück. Einmal können wir noch angreifen, bevor uns tot beißt. Es sieht ja jetzt aus, als hätten wir ein Fliegerdeck, aber das sind unsere zwei einzigen Flieger. Nice. Opfer ein Land durch den bis nach zwei Ländern. Ja, ist schon cool. Aber die hätten jetzt was ausgelöst, oder? Normalerweise. Und zweiten, nicht dein Ernst. Da warten wir noch. Gegen die Einser, da werde ich bestimmt nichts ansehen. Da warten wir noch. Das behalten wir uns noch für eine Dreier-Kreatur auf, die bestimmt noch kommen wird, wenn er auch mal irgendwas spielen würde, was über eine 1-1-Kreatur hinausgeht. Natürlich will ich mich nicht beschweren bei 1-1-Kreaturen. Gefallen mir gut. Wieder hat ihn zwei Marken gegeben jetzt? Ernsthaft? Warte mal. Bestimme. Ach, der hat die Bonuskosten bezahlt. Und dann bestimme. Nein, ich weiß nicht, was jetzt so gesprochen bezahlt wird. Bestimme stattdessen eine Liebeanzahl. Zwei Marken. Okay. Gut. Nun werden wir dich jetzt vernichten. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Immer noch diesen Biss. Aber mit deinen schwachen Kreaturen wird das nichts. Brauchst du ein bisschen stärkere Kreaturen. Wird er schon haben, denke ich mal. Wird er schon im Deck haben. Ne? Ein bisschen stärker als eine 1-1-Kreatur. Ja, da ist sie. Nur wen vernichtet er jetzt? Mein Fliegen wahrscheinlich, ne? Nee, nicht einmal.
Oh, der Reliktenräuber. Oh, der Reliktenräuber. Den kann ich ja wohl gar nicht leiden. Ja. Jetzt angreifen, das bringt mir halt nicht so viel, ne? Eher blocken, aber dann block ich ihn tot. Ich greife an. Ja, aber angreifen kann er schon. Man kann ihn verstärken. Das ist eigentlich gar nicht so ungeil. Wenn man ihn ein bisschen verstärken kann oder opfern. Ich habe halt überhaupt nichts zum Opfern. Macht ihn jetzt echt unblockbar. Blöd bist du denn? Ich habe doch gar keine Kreatur mehr zum Blocken. Ja, aber die Kombination habe ich auch drin. Bruder im Geiste. Oh, das wird aber langsam ekelhaft. Das wird schon ekelhaft. Ich brauche irgendeine Kreatur. Gib mir eine Kreatur, wofür ich so viele von diesen blöden Goblin-Konstrukten habe. Aber es ist auch immer schön, so zu verlieren mit diesen Goblin-Konstrukten. Finde ich irgendwie attraktiv. So zu verlieren. So hätte ich ja auch gerne gewonnen. Jetzt habe ich schon 3 dann. Oh, 4-4. Jetzt sieht es aber gar nicht mehr gut aus. Wow. Und man bekommt den Schaden ja sofort. Krieg halt nur Sümpfe. Der Trampel. Ach, Trampel auch noch. Ja, klar. Oh. Wenn die wenigstens blocken könnten. Ach, diese Relikte. Die sind ja super ätzend. Jetzt kriege ich schon 4 Schadenspunkte. Das war es jetzt schon fast, oder? Nun kann ich den nicht blocken. Kann ich den blocken? Sechs. Jetzt kriege ich 4. Oh, nächste Runde war's da. Der hat halt irgendwie, kriegt er halt auch gute Karten, ne? Ich krieg hier nur Länder. Ja, das hilft nichts mehr so viel, glaube ich. Hm. Habe ich schon 4. Ja, gutes Spiel, gutes Spiel. Der wäre halt irgendwie, aber der ist ja auch scheiße. Kann ich eine Runde noch überleben oder nicht? Ja, gutes Spiel. Gutes Spiel gemacht. Das hat nicht mehr gereicht hier mit dem. Ah, ich hätte seine, wenn ich seine Bonuskosten bezahlt hätte, dann wäre es schon cool gewesen. Aber Gegner hat auch gut gespielt. Ein gutes letztes Spiel. Schade, dass die nicht blocken können, ne? Aber ich habe halt überhaupt nichts gegen diese Kreaturen. Ach, Niederlage. Naja. Sind wir jetzt schon gewohnt. Ich glaube, ich habe nur... Habe ich noch einmal gewonnen? Ich habe nur 2 Siege. Oder habe ich nur einen einfahren können? Einen Sieg. Ich glaube nicht mehr. Die letzten Spiele waren ziemlich daneben. Ziemlich daneben. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Aber immerhin, Belohnung können wir schon mal absahen. Da haben wir nichts. Ja, 2 Siege. Okay, ja, naja. 600, immerhin 600 Edelsteine bei 2 Siegen. Ist nicht übel. Oh, 3 wären es natürlich gewesen. Ja, 600 Edelsteine und 3 Booster. Und wir haben ziemlich gute Karten bekommen von Syndicar, finde ich schon. Schauen wir uns mal die Booster gleich mal an. Genau.
Oh, hier würden wir auch noch einen Booster bekommen, wenn wir hier noch einmal eine Kreatur zerstören. Dann würden wir noch einen Booster bekommen. Okay, das beim nächsten Mal. Aber was haben wir denn da bekommen? Zendikar. Zendikar. Gute Musik. Schauen wir uns mal an. Ein paar Booster habe ich ja schon aufgemacht, aber trotzdem sehr gute Karten. Die Schwachen auslöschen. Zerstören Nekro deine Wahl mit Stärke 3 oder weniger. Mhm. Ja, okay. Dranas Meuchler. Gebrochene Flügel. Kennen wir ja schon auch aus anderen Editionen. Zerstören Artefakt. Eine Verzauberung oder eine fliegende Kreatur. Verstandsabsaugung. Ich wirf zwei Karten ab, mild eine Karte und verliert ein Lebenspunkt. Okay, das mild eine Karte, dann nimmst du aber zwei Karten abwerfen, finde ich schon ziemlich krass. Ne? Kasadu-Stampfer, na, hat uns ja ziemlich Kopfschmerzen bereitet. Relikt-Amulett. Immer wenn du einen Spontanzauber, eine Hexerei oder einen Zauberspruch wirkst, lege eine Ladungsmarke auf das Relikt. Also ziemlich häufig. Entferne alle Ladungsmarken vom Relikt. Es fügt eine Kreatur deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Super, eigentlich gut. Ein Relikt-Golem. Wir haben hier die Relikt-Auswahl zwischen zwei Artefakten. Der Golem kann nicht angreifen. Für 3 Mana. Oh, 6-6. Oder blocken. Okay. Es sei denn, ein Gegner hat 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof. Oh, der ist auch gut. Der ist gut. Kannst ja millen, ne? 8 Karten im Friedhof hat man schnell. Oh, Felida Zuflucht. Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bestimme eines. Erzeuge einen 2-2 weißen Katzen. Kreaturenspielstein. Lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine 1-1-Marke. Die Kreaturen erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Super, super, super. Super gut. Würde ich in mein Deck nehmen. Auf jeden Fall. Nächste Karte. Einmal eine Wildcard. Häufiger. Reinigender Flächenbrand. Zerstöre ein Land deiner Wahl. Sein Beherrscher kann seine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen und dann seine Bibliothek mischen. Ziehe eine Karte. Okay, eigentlich gar nicht schlecht. Wenn du mit Landungen arbeitest, kannst du dir dann wieder... Oder Mana-Fixing hier... Seiri, Unterschlumpf habe ich gelesen. Ach, wieder so ein Flipland. Spontan eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die du bestimmst. Okay, passt. Kühnes Küken. Oh Gott, das sieht aus wie ein verrücktes Küken, nicht wie ein kühnes. Immer wenn ein Land unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Marke auf das kühne Küken. Es hält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Okay, ist in Ordnung. Was haben wir für eine Rare? Oh, eine Ein-Mana-Weiße Kleriker. Ein Kleriker. Der ist so cool für einen Mana. Die Stärke des Erzpriesters. Erzpriester von Iona. Mensch, Kreatur und Kleriker. Die Stärke ist gleich der Anzahl an Kreaturen in deiner Abenteuergruppe. Ja, finde ich ganz gut. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du eine vollständige Abenteuergruppe hast, erhält eine Kreatur deiner Wahl +1/+1 und Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Ja, ja. Gut, die erste Eigenschaft passt, würde ich sagen. Hast du mit einem Mana kannst du dann relativ schnell so ein 2-2 Kreatur haben. Oder 3, wird halt dementsprechend stärker. Aber dass du wirklich alle Abenteurer, eine vollständige Abenteuergruppe hast, also Kleriker, Krieger, Zauberer, was noch, Räuber, waren es 4 oder 5, ich weiß nicht, auf jeden Fall 4 oder 5 zusammen hast, ist ja unwahrscheinlich, ne? Außer du hast wirklich von allen irgendwie 4 im Deck, 4 oder so. Ja, jetzt haben wir noch eine seltene Wildcard bekommen. Erwachende Springflut, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst und Bonuskosten für ihn bezahlst, hat die erwachende Springflut Basisstärke und Widerstandskraft 5/5 bis zum Ende des Zuges. Aber Bonuskosten sind damit ziemlich teuer. Okay, aber kann man vielleicht dran arbeiten beim Deck. Den finde ich gar nicht so übel. Passt.
Schädeltrümmer Minotaurus, der ist halt super teuer, hat Eile und wird halt etwas billiger, okay. Ja, kann man drüber diskutieren. Makindi, Stampede. Kreaturen, die du gründest, halten +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Gefällt mir, bisschen teuer. Oder ein Land. Was haben wir hier nochmal? Schwarze Kreatur, verdickt der Schatten. Verdickt der Schatten. Schicke alle Kreaturen und Planeswalker mit umgewandelten Mana-Kassen von 3 oder weniger aus dem Spiel ins Exil. Ja, Planeswalker haben eher selten 3 Mana. Kreaturen kleine, okay, die schon. Schicke sie ins Exil, sowie alle Kreaturen und Planeswalker-Karten mit umgewandelten Mana-Kassen von 3 oder weniger aus allen Friedhöfen ins Exil. Ja, okay, passt. Super. Ja, das wär's gewesen, Leute. Zendikar, erste Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt auch ein bisschen was von dem Deck mitbekommen jetzt bei mir. Konntet ein bisschen was draus ziehen. Naja, die neuen Mechaniken des Decks finde ich in Ordnung. Klar, machen alles wieder ein bisschen interessanter. Aber es ist ziemlich viel Text, finde ich, ne? So jede Karte kann irgendwas Bestimmtes und wenn sie auch ins Spiel kommt, dann passiert dies und jenes. Ist ein bisschen kompliziert. Mal schauen, wie sich das Deck so entwickelt. Was ist dafür nette, das Deck ja, die Edition so entwickelt. Was dafür nette Decks daraus entstehen. Bin ich gespannt. Ein paar coole Karten habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Oder haben wir jetzt auch gesehen. Gerade die schwarze Karte, die Nachtschwärmerin oder Nachtschwärmer, glaube ich, hieß die Karte. Die war auch ziemlich cool. Und ja, so andere Karten sind auch noch mit dabei, die mir ganz gut gefallen. Ich hoffe, euch hat mein erstes Sealed auch Spaß gemacht und ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Ich habe geplant, jetzt nochmal einen Premieren-Draft von Zendikar zu spielen. Und ja, und das wär's gewesen für heute. Habt noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.